Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Among the Sleep. Wir haben gerade die Schlafzimmertür aufgemacht und schauen jetzt mal nach, wer da im Bett liegt. Gruselschmusel. Keiner reingekommen, oder? Kann man auch unter das Bett kriechen. Kann man wieder nichts mitmachen. So, kriechen wir hier mal wieder raus. Lauter Schränke zum Verstecken. Noch brauchen wir die anscheinend nicht. Guck mal, die Kratzspuren hier. Was ist denn da rausgeschleift worden? Das ist die Mutter, oder? Auch ein Schrank. Ist da jemand drin? Überall sind Bilder von dem Kind. Also, wie das Kind gemalt hat. Ja, mit den Schuhen hier. Das ist so gruselig. Jetzt sind wir wieder in der Küche. Sehr weird. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Nochmal krabbeln, das geht schneller. Hier ist ein Becher umgefallen. Kühlschrank. Immer noch die Äpfel. Fernseher ist. Oh, oh. Das war aber hier mal der Boogeyman, oder? Was war das denn bitte? Oh. Ich mach mir in die Hose. Was ist das? Wieder diese schwarzen Mäntel überall. Oh, super, gehen wir zum Keller. Yay! Oh, what is this? Fliegende Bücher. It's her, but it. It seems more like a memory. Irgendwas habe ich jetzt eingepackt? Use D-Pad up. Okay, also das Ding habe ich eingepackt. Ich weiß nicht wirklich, was es ist. Sieht mir aus wie ein Medaillon und Tropfen. Ich weiß nicht. Das erinnert mich hier gerade vom Design so ein bisschen an Alice Madden's Returns, so vom Gruselfaktor. Naja, stehen wir mal auf. Boah, das war steil. Das arme Kind. Are you all right? Klar, kein Problem für mich. Krabbel da mal, ich bin schneller. Zacki, 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 zacki. What is this place? Ein Hexenhaus. A playhouse? A playhouse? What's that doing here? Ein Spielhaus, was man normal in den Garten stellt. Aber das ist ein schön großes Spielhaus. Mit einem großen Garten haben. Is it locked? Ja. I might be able to open it from the inside, if you help me up. Okay, komm mal her. Tätschel, tätschel. Wie süß. So, von da, ja. Rein ins Loch. Whoa, look at this place. Sieht auch ganz schön bizarr aus da drin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Listen. There it is again. Okay, it sounds like it's coming from behind this door. Ja, die Geräusche kommen von hinter there must be a way to open it. Wie kriegen wir es auf? It seems like these are connected somehow. Mhm. Sehe ich auch. Was krabbelt der denn jetzt da rein?
Alter, du warst eben noch in der Waschmaschine. Willst du jetzt wirklich da rein, oder was? Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Inventory. Ah, okay. Dieses komische Ding kann man da rein tun. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Zumachen. Und jetzt drehen. What happened? Why didn't it open? Let's find a way to open it. Okay. Das geht nicht. Vielleicht kann man hier noch irgendwas machen. Irgendwas reintun. Und hier noch ein Schlüssel drin vielleicht. Nein. Was ist das da? What did you find? It's rather small, but it looks like my paws might fit. Probier's mal. Steck mal die Pfötchen rein. Aha! It's a button! Okay, es hat funktioniert! That's it! Super Teddy! It seems like the memory you share with her unlocked the door. Okay, also diese Erinnerungssplitter. Maybe. If we can find more memories like this, it might bring us to her. Okay, also it looks like we need three more. Drei noch. Okay, wir brauchen noch drei. I wonder where this will take us. Erinnerungssplitter. Wir müssen also. To be honest, it scares me a bit. Ja, macht mir auch Angst, Teddy. But don't worry. Wie viel du redest. I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Ich hab dich schon aufgehoben. Also, der hält uns sicher. Außerdem glaubt er, dass diese Erinnerung, die wir eben von der Mutter gesehen haben, als sie so gelächelt hat und dann dieses Durchsichtige meinte, can you see a reflection? Solche Sachen müssen wir anscheinend jetzt suchen. Dann kriegen wir immer so eine Träne oder was auch immer das war, so ein Medaillon. Da brauchen wir insgesamt noch drei. Und die müssen wir jetzt suchen. Gucken, wo wir die finden. Und irgendwo schleicht ja anscheinend noch so ein Boogeyman rum. Das ist der einzige Nachteil an der Sache. Ein Xylophon. Ja, da kann ich ganz toll alle meine Entchen rausspielen. Ja. Das Spielzeug hier. Wie wirr. Was hat hier Spielzeug verloren? So, krabbeln wir mal, sind wir mal schneller. This doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Ja. Teddy findet, das sieht hier gar nicht schlecht aus, aber hofft trotzdem, dass die nächste Erinnerung schon in der Nähe ist. Mich macht das auch nervös, Teddy. Glaub mir. Ich finde das hier sehr merkwürdig. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Das ist einfach so eine Fantasiewelt. So ein Keller hat doch keiner. Eine Eule! Ein Karussell! Yeah. Absteigen, bitte. So, krabbeln. Wenn das Kind geht, ne, das ist so unglaublich langsam. Tut sich nichts. Whoa. Whoa. Over there. It looks like another memory across that bridge. Oh ja, das sieht auch so eingewoben aus. Hat da so ein Tuch drüber geschmissen. Ganz merkwürdig. Also über diese Hängebrücke müssen wir drüber. Na toll. Hab ich schon von meiner extremen Höhenangst erzählt. Aber Kinder sind ja, glaube ich, von sowas unbehaftet. Eine Rutsche! Bam. Is there a way up this tower? Guck mal, eine Eule. Also up this tower, also ob da ein Weg nach oben zu der zu dem Turm führt und ja, hier irgendwie, ne? Aber das scheint noch use die to inventory. Ah, okay, da müssen noch vier. Okay, okay, da sind wir gerade runtergerutscht, ne? Wo müssen wir denn dann? Suchen wir mal, wo die anderen sind. Schwer ist nicht. Ich guck mal. Gehen wir mal in den Sandkasten. Ist ja hier was.
Geh doch mal da hoch. Können wir das jetzt auch benutzen? Wir müssen jetzt hier nicht den ganzen Sandkasten durchflügen, oder? Nee, komm, das ist doch doof. Gehen wir hier runter. Was denn hier? Teddy, ich brauch dich mal. Ich sehe nichts. Okay, hier ist irgendwie nichts. Hier ist wieder der Sandkasten. Raus. Gucken wir da hinten mal. Wir müssen jetzt also noch diese Eulen finden. Wo können die denn sein? Zeit haben wir noch. Sehr gut. Hier ist ein Haus. Hallo? Tja, leider bin ich jetzt hier gerade aus dem Spiel geflogen. Ist jetzt hier notdürftig wieder zusammengeschnitten. Sind hier reingekommen. Dann ging, glaube ich, die Tür zu. In dem Moment sind wir aus dem Spiel geflogen. Naja, jetzt sind wir wieder da. Nehmen wir uns jetzt die... What? Wir sind hier drin eingesperrt. Hier ist auch nichts, um dich zu verstecken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah. Boah, die Tür geht schon alleine auf. Ich hab gar nicht gedrückt. Shh. We should be careful. Okay. So, eine Eule haben wir, brauchen wir noch ein paar. Jetzt ist die Tür hier auf. Cool. Gehen wir hier mal gucken. Shh. Shh. Quiet. Hier eine Rutsche. So ein Wippeding. Wippeding. Was ist denn da oben? Ist das auch wieder ein Haus? Was liegt denn da? Was soll das sein? Und ein Spielzeug auch, oder? Hier ist doch ein Zugang zu irgendwas. Okay. Wo muss man damit jetzt hin? Guck mal, da ist ein Loch. Was ist hier? Oh, Herzschlag. Warum so erhöhter Herzschlag? Was ist hier? Hier ist eine Falltür. Wow. Da mach mal Licht. Ja, das haben wir von alleine schon gemacht. Licht. This place creeps me out. I hope your mother is okay. Also mir macht das auch eine scheiß Angst. Und ich hoffe auch, dass es der Mutter gut geht. Ah, guck mal, da ist so ein Zugang. Dann haben wir die nächste Eule. Aber schon zwei. Wie viel fehlen da noch? Noch zwei, glaube ich. Jetzt machen wir wieder Licht, ich das hier runterfalle. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Also irgendwie creepy Spielzeug, oder? Ekelig. Sieht aus, wie was man mit der Joker spielen würde. Machen bitte. Was sind wir denn jetzt? Machen wir mal krabbeln. Komm, krabbel. Ja, die Zeit. Jetzt weiß ich auch nicht genau. Durch diesen Absturz gerade muss ich, glaube ich, ein bisschen was abziehen. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Da ist das. Da ist die die Rutsche. Ja, man hier so außerhalb des Geländes rumlaufen sollte. Des offiziellen Weges, meine ich. Oh, das Wippeding kuppert ganz alleine. Guck mal, hier ist ein Weg noch. Okay, nehmen wir den Weg mal. Was ist das denn hier? Ein merkwürdiges Ding. Da ist eine Eule. Komm ich da dran? Man ziehen. Ah. Wieso nicht? Kann er nicht.
Tja, wie macht man das denn jetzt? Wie muss man hier auf den Baum? Ah. Weil guck mal, da geht ja so ein Ding, so eine Verbindung. Vielleicht kann man da halt was machen. Vielleicht kann ich hier irgendwie auf den Baum klettern. Schon, Junge. Das schaffst du. Nein, komm. Immer hier rüber. Ah! Komm, das schaffst du doch. Ja, irgendwas muss ich ja hier machen. Ich kann hier drauf klettern. Kann ich nicht? Ein Bild. Kann ich jetzt auch irgendwie nichts machen. Egal wie fest ich ziehe, da tut sich nichts. Okay, vielleicht kann ich hier drauf klettern. Und dann hier irgendwas. Haha! Ey, machst du den Deckel wieder auf? Mach den Deckel wieder auf! So, eingetütet. Sehr cool. Geht's hier nicht mehr weiter, ja? Weil der Weg ist hier zu Ende. Okay. Frag mich, wo wir jetzt noch hin. Boah. Krasse Scheiße. Hier in der Ecke waren wir noch nicht. Das ja jetzt als Laufen. Okay, hier hoch. Mal hier wieder runter. Was ist denn hier? Diese Bilder sind irgendwie so weird. Die machen gar nichts. Die liegen einfach überall. Guck mal. Cool. Haben wir dann alle, ne? Fahren wir los. Wer war denn da jetzt? Was hängt denn da oben? This tower? Yeah. Ich muss doch dann hier hochklettern, oder nicht? So. Okay. Okay. Höher. Jetzt könnt ihr aber mal langsam speichern, oder? Ah, komm schon. Los jetzt. Ja, sehr cool. Auch noch Eulen und ein Bild und die Hängebrücke. Ja, ich würde jetzt gerne aufhören, wenn er jetzt mal speichern würde. Das wäre super. All right then. One more time. But that's it. Cool, die Spieluhr. Ja, Hammer. Okay, das ist aber jetzt gespeichert, oder? Immer noch nicht.
Pity saving. Finally. We must be getting closer. Tja, kommt hier noch ein Speicherpunkt oder nicht? Hier noch rein. Und durch. Aha, super gut. Ja, und der speichert Perfection. We made it back. Was immer er jetzt sagt, das erfahrt ihr im nächsten Teil von Among the Sleep. Bis dahin, ciao.